Jetzt sind die Verhandlungen gescheitert. Jetzt wird das Rettungsprogramm nicht verlängert. Wie soll denn das jetzt? Das ist ein Skandal, dass es nicht verlängert wird. Ja, das mag ja sein. Aber mich interessiert das alles, wie kann denn der Staatsbankrott aus Ihrer Sicht, ehe wir auf die Ursachen kommen, jetzt überhaupt noch verhindert werden? Erstmal gehen Staaten nicht bankrott. Staaten werden zahlungsunfähig. Ein Bankrott ist was anderes. Wo ist da jetzt der gigantische Unterschied? Wenn die ARD meinetwegen bankrott gehen würde, dann. Das wiederum geht nicht. Ja. Aber wenn ein Unternehmen bankrott geht, dann wird sein Vermögen an die Gläubiger verteilt und das Unternehmen hört auf zu existieren. Das geht in Staaten nicht. Gut. Seit dem 17. Jahrhundert. Nicht. So weit gehen wir mit. Nicht. Also man sollte nicht von Bankrott reden. Pleite, aber nicht ganz. Warum Griechenland trotz Zahlungsunfähigkeit noch nicht bankrott ist.